Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Video von Ebag TV und in diesem Video geht es um diese neue SRAM-Schaltgruppe. Die nennt sich XX Eagle Access Transmission EMTB-Schaltgruppe. Und was die sozusagen für uns EMTBler Besonderes kann, ob es eine Revolution darstellt, was sie kostet, was sie wiegt, das will ich euch in diesem Video natürlich näher bringen. Und lasst uns auf jeden Fall zu der neuen Gruppe diskutieren, ob ihr auch der Meinung seid, was ich rausgefunden habe. Also freut euch auf eine kurzweilige Zeit bei diesem Video. Du suchst eine E-Bike-Versicherung? Dann schau doch mal unter www.helden.de. Ich bin Matthias Faber, Sportwissenschaftler, begeisterter E-Biker und euer Moderator. Und natürlich hatte ich die Möglichkeit, halt im Vorfeld diese Schaltgruppe einmal in der Realität im offenen Gelände zu testen. Ich bin hier auf einer Dirtjump-Anlage, wo aber auch fette Hügel sind, um einfach mal rauszuprobieren. Weil für uns E-Biker ist ja immer, oder E-MTB-Fahrer ist natürlich immer wichtig, wie verhält sich so eine Schaltung einmal berghoch, unter Last schalten und natürlich, wie haltbar ist sie. Was haben die SRAM-Leute jetzt gemacht? Sie haben erstmal alles angefasst und alles neu gemacht. Das bedeutet, dass die alte XX1 Access-Gruppe da nicht mehr zu passt. Warum haben sie das gemacht? Weil sie sozusagen alles kompatibler, alles zusammenhängender, alles zusammenfügen wollten. Vielleicht mit so ein bisschen Hintergedanken, dass es in Zukunft halt auch den SRAM-Motor gibt und dann sozusagen alles in einem Paket sehr gut gesteuert wird. Da deuten auch einige Sachen an der Kassette hin, aber da will ich mich jetzt nicht ganz genau darauf einlassen. Das ist dann im nächsten Schritt. Sie wollen auf jeden Fall auch das Schaltwerk stabiler machen, sicherer machen gegen Defekte, weil das ist ja der Super-GAU, wenn dein Schaltwerk kaputt geht. Wie haben Sie das gemacht? Punkt 1, es gibt kein Schaltauge mehr und das Schaltwerk wird direkt auf den Rahmen bzw. auf die Achse von dem Hinterrad montiert. Weil das ist so, dass es nach wie vor auch diese Möglichkeit hat, halt, wenn es Druck hier auf die Seite kriegt, dass es dann halt wegklappt. Dann gibt es eine sogenannte Overclutch-Kupplung, die eigentlich auch dazu führt mit diesem Magic Wheel hier, dass wenn da ein Stock reinkommt, dass sozusagen es nicht mehr verkannt und verhakt wie früher und abreißt, sondern dass es auch sozusagen weiterlaufen kann und so kein abgerissenes Schaltwerk entsteht. Dann haben sie natürlich noch die Kassette, die XX-Kassette überarbeitet und haben mal diese Zähne so ein bisschen angeschliffen, will ich mal so sagen. Das hat aber auch später wahrscheinlich irgendwie so einen Einfluss auf diese Motoraktivität, die sie dann später haben. Sie haben auch noch eine ganze Reihe von Kurbeln gebaut, dass wir sozusagen, wenn wir sozusagen das nachrüsten oder an unserem Bosch, Brose oder Shimano E-Bike, die diesen Antrieb verbauen, dass sie da auch extra eigene Kurbelaufnahmen haben. Und sie haben die Spider nochmal neu gemacht. Die sehen echt ganz geil aus mit so einer Vernietung. Alles natürlich aus Aluminium, nicht aus Stahl, was natürlich kommt. Was kann man noch machen? Oben an diesem Remote-Hebel, den haben sie auch mal ganz, ganz neu gefunden. Viel ergonomischer, als er früher war. Ich kann mich noch an diese Wing erinnern, die man immer drauf und runter tippen musste. Und ich habe mich da ganz oft vertippt und das war auch immer nicht so geil. Da haben sie jetzt hier so eine ganz andere neue Aufnahme gemacht, die halt viel besser in der Hand liegt und man viel besser und sensibler schalten kann. Ja, rundum ist es auf jeden Fall, lässt sich auch viel, viel einfacher installieren. Also SRAM-Leute sagen, auspacken, anbauen, alle Schrauben loslassen, irgendwie einmal festziehen, das konfigurieren. Das muss man natürlich dann nochmal ganz genau nachlesen. Und dann stellt sich das alles von alleine her. Es gibt keine Einstellschräubchen mehr, wie früher. Das lassen sie auch weg. Ist natürlich auf jeden Fall für uns eine gute Sache. Was noch ist, dass sie sagen, dass der Verschleiß beim EMTB ein Tick höher ist. Da muss man darauf sich einlassen. Was das auch immer heißt, weiß ich nicht. Und dass der Stromverbrauch, dadurch, dass es alles viel kräftiger ist und intensiver ist, dass der höher ist und wir eher die Batterie nachladen müssen. Ja, muss man halt sehen, wie das ist. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal einen Praxistest gehen und mal schauen, wie die Schaltung halt irgendwie im praktischen Einsatz hochfährt. Ach so, vom Gewicht her wiegt sie ungefähr jetzt die neue, ungefähr genauso wie die alte, wenn man das alles zusammennimmt. Und die jetzt an dem Fahrrad verbaute XX-Variante
soll Alcacelli-Kette, Schaltwerk, Remote-Hebel, soll irgendwie 2000 Euro kosten. Ich habe jetzt hier leicht mit einem Gang drin, roll drauf zu, drück hier zweimal drauf, das geht wunderbar. Ich roll hier rein, tritt noch mal rein, schalte quer, habe jetzt den schwersten Gang drin, springe kurz ab, ziehe einmal einen fetten Table drüber, mach mal einen Zip, fahr auf den feuchten Holzstock drauf, springe rein, roll auf den Birchard und katapultiere mich hier in den Birchard rüber. Also das hat schon mal gut funktioniert. Wenn ich jetzt hier wieder hochfahre und auf den Hebel zum Leichter drücken drücke, dann funktioniert es ja wunderbar. Ich kann auch mehrere auf einmal schalten. Was mir halt auffällt, ist, dass ich, was den Daumen angeht, vielleicht die mehr so quer haben würde, dass ich hier schwerer und da leichter schalte oder umgekehrt. Aber man muss sich halt auch daran gewöhnen. Der Test hat auf jeden Fall schon mal sehr gut funktioniert. So, ich habe mir so eine E-Bike-Variante rausgesucht. Ich hoffe, das funktioniert, die man normale Fahrt fährt und wo man wirklich unter Last rausfinden kann, wie es fährt. Also ich fahre hier los, mache den Sattel ein bisschen höher, habe den Daumen auf dem Leichtschalte-Part. So, kletter jetzt hier wunderbar hoch. Linkskurve, mach wieder ein bisschen schwerer. Und jetzt komme ich ins nächste Stück rein. Schaltet wunderbar. Fahr hier gerade über die Wurz rüber und muss sagen, also berghoch muss ich sagen, es ist echt ja, es funktioniert, schaltet hervorragend, alter Schwede. Also unter Last, unter Druck funktioniert die Schaltung echt sehr gut. Und ja, ich bin jetzt hier durch den, nochmal. Ja, ich bin jetzt fertig, kann ein Fazit und eine Kaufempfehlung geben. Es hat jetzt angefangen zu nieseln, deshalb habe ich auch keinen Bock mehr. Punkt 1 muss ich sagen, SRAM hat geliefert, hat rausgeknallt, hat was Neues präsentiert, was es so auch schon wieder nicht gab. Das ist das Erste. Das Zweite ist, sie haben auch diese neue Gruppe jetzt schon auch im Handel draußen zu präsentieren, dass man das kaufen kann, was natürlich bei vielen anderen Herstellern oft nicht so ist. Ich denke nur an diese Automatik-Shift-Geschichte von Shimano. Die, ich glaube, die gibt es immer noch nicht zu kaufen, aber schon mal vorsichtshalber vorstellen. Das haben sie schon mal super gemacht. Für mich ist es so, dass mein Fahren durch diese Gruppe ein Tick geiler wird, Tick besser wird, weil es so harmonisch, so weich und so gut schaltet. Egal, ob ich auf den dicken Sprung nochmal zutrete und schwerer schalte oder ob ich halt im steilen Berg bin, nochmal kleiner schalten muss oder im profilierten Gelände halt nochmal drauflegen muss. Das funktioniert wirklich hervorragend. Wenn ich dann noch im Kopf habe, dass vielleicht in der nächsten Zeit ein eMTB-Motor von SRAM kommt plus vielleicht so auch so was automatisch geschaltet ist, dann macht das ganze System zusammen Sinn. Plus auch, das muss ich auch sagen, dass halt das Schaltwerk echt robuster geworden ist, dass es einfach mehr ab kann. Dadurch, dass es halt diese ganzen Features hat, die wir ja schon besprochen haben. Auf der anderen Seite stehen diese hohe Investition von 2000 Euro für die ganze Schaltgruppe. Wahrscheinlich wird es halt ein bisschen günstiger werden im Aftermarket-Preis, im Straßenpreis. Vielleicht kostet es dann 1600 Euro. Ich weiß es nicht. Wir werden das sehen. Die Frage stelle ich mir natürlich, macht es Sinn, jemand das zu empfehlen? Natürlich nur Leuten, die wirklich alles schon haben und vielleicht da noch einen draufsetzen wollen und das Beste vom Besten immer wieder haben müssen. Den ja. Vielleicht als Racer, als eMTB oder MTB Racer, da sehe ich das auch so, weil das einfach nochmal ein bisschen Ballast von dir wegnimmt und natürlich auch so gut funktioniert und auch robust ist. Sonst tut es ganz im Ernst, eine GX-Gruppe glaube ich auch. Bei mir ist es halt so, ich würde so ein Ding echt tatsächlich kaufen. Warum? Weil ich habe so eine Arthrose im Daumengrundgelenk und das tut immer weh, wenn die Schaltung an den Rädern nicht so geil eingestellt ist und ich viel Druck mit dem Daumen auf den Rapid Fire, also auf den Schalthebel geben muss und da tut es im Grundgelenk weh. Das fällt natürlich hier komplett weg. Und das wäre es mir wert, so eine Schaltung halt zu kaufen, um dann damit halt sinnvoll zu fahren. Also, Fazit ist, das haben sie super gemacht, ist eine geile Weiterentwicklung, für mich zu teuer. Ach so, weil wenn ich sage teuer, ich stelle mir jetzt gerade die Frage, wo geht eigentlich der Preis hin, wenn so ein Levo, das glaube ich mit einer, auch schon mit einer Access-Gruppe 2021 15 oder 14 gekostet hat und die neue Gruppe ja vielleicht noch viel teurer ist, kostet so ein Ding dann 18 nachher oder sogar 20.
Wir werden das sehen. Diskutiert auf jeden Fall alles freundlich und fröhlich mit. Ihr habt gesehen, das ist ein geiles Ding. Überhaupt nicht in meinem Preisbereich, aber für Leute, die Bock haben darauf. Und es ist eine technische Innovation. Vielleicht müssen wir einfach darauf warten, bis halt diese Systematik halt auch bei GX oder irgendwann da unten ankommt, dass es dann einfach preislich erschwinglicher bleibt. Alles klar, bis dahin, danke und tschüss.